Tja, so schnell kann es gehen, da sind wir auch schon wieder. Und letztes Mal hatten wir das Thema junge Mütter bzw. junge Eltern. Und was in Deutschland aber gerade passiert, ist, dass wir natürlich nicht genug Nachwuchs haben. Damit wollen wir jetzt natürlich niemanden dazu anstiften, quasi ganz schnell Nachwuchs zu zeugen. Junge Mutter zu werden. Genau, genau, genau. Aber natürlich, Deutschland wird immer älter und das ist aber ein Thema, was wir uns für später. Wir haben das jetzt mal ein bisschen auseinanderklabustert, weil wir so viele Themen haben. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Und was natürlich ist, man ist ja nicht ewig 15, man wird ja auch älter. Das Leben zieht an einem vorbei. Ich heute nicht. Schneller denn je. Ich nicht. Bei dir nicht? Ich bin schon immer 180. Ja, du bist auf 180 auf jeden Fall. Also, ja, hallo übrigens auch von mir zu dieser Episode. Zu dieser spannenden Episode, wo es ums Altwerden geht. Genau, genau, oh mein genau. Gott, will ich alt und werden. Das Schlimme ist, alt werden wir alle. Einige von euch können sich das nicht vorstellen. Bei mir war das auch immer so. Ich konnte mir nicht vorstellen, alt zu werden, erwachsen zu werden. Hat bis heute nicht geklappt. Aber das Problem ist, trotzdem, die Zeit verstreicht für jeden von uns und manchmal schneller, als man denkt. Das kennt man ja. Für die jüngeren Beispiel, man fährt eine Woche in Urlaub oder ins Landheim oder man hat Sommerferien und bevor man sich's versieht, sind die vorbei. Und das ist einfach mal ein Monat, der plötzlich schon wieder um ist. Ja, genauso für wir die Älteren. Im Urlaub vergeht die Zeit brennend schnell oder auch für die Jüngeren, für alle. Ja. Ihr kennt's ja alle, wenn die Zeit plötzlich, wenn keine Langeweile da ist oder man irgendwie ein geiles Game zockt mit Freunden, man könnte die ganze Nacht zocken, aber irgendwann ist dann vorbei. Oder bestes Beispiel, plötzlich ist schon wieder ein Jahr rum. Wir haben jetzt schon wieder Ende des Jahres. Obwohl wir gerade noch, bei mir aus meiner Warte her, habe ich gerade noch die Neujahrsansprache gemacht auf YouTube. Und jetzt ist das Jahr schon wieder fast rum. Wir gehen schon wieder stark auf November zu gerade. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Also die Zeit dreht sich, die Zeit verweht. Ja, und das geht natürlich, betrifft vor allem noch die älteren Leute unter uns, quasi die Senioren. Denn die haben ja oft leider auch gar nicht mehr so viel Zeit. Und es betrifft natürlich aber leider auch uns alle, denn boah, auch alt werden, auch alt und ranzlig werden, richtig viele Falten zu kriegen und all sowas, kann man sich ja im Moment noch gar nicht so richtig alles vorstellen. Aber es passiert natürlich leider Gottes und das schneller als man denkt, schneller als man Autounfall baut. Vor allem, man und macht sich, an der Leitplanke man gleitet. Macht sich mal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen lustig, auch über Senioren teilweise, die dann im Bus sitzen und sagen, ach mein Ischias, dann war ich beim Arzt und ich musste mir die Hühneraugen auskratzen lassen, bla bla bla. Was weiß ich, die Rentnergespräche, das Schlimme ist, man macht sich natürlich lustig drüber, aber eines Tages wird man selber da sitzen und das geht schneller, als man denkt. Genau, deswegen. Das muss man leider sagen, weil gerade heutzutage die Zeit im Informationszeitalter, in diesem Leistungsdruckzeitalter, sage ich mal, da müssen wir alle immer härter ran, immer schneller, es bleibt immer weniger Zeit, mal ein bisschen besinnlich zu sein oder innezuhalten. Und ehe man sich's versieht, ist man erwachsen und gerade wenn man sich daran gewöhnt hat, erwachsen zu sein, da geht man schon irgendwie auf die Rente zu oder aufs letzte Lebensdrittel, sag ich mal. Das geht fix, ja, auf jeden Fall. Das geht echt fix. Also die letzten 10 Jahre sind bei mir so verflogen. Ich habe letztens noch so Jahresrückblicke gesehen, so was 2005 passiert ist und hin und her. Ey, da dachte ich, es kann doch nicht sein, dass es schon so lange her ist. Vor allem, es hört sich blöd an und ihr habt es oft gehört, aber die Älteren unter euch wissen, was ich meine. Umso älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Umso schneller brennt das Auto nieder. Herr der Ringe zum Beispiel, als Beispiel. Herr der Ringe, Elijah Wood wurde gecastet, da war er gerade 18. Da wurde er für Frodo gecastet. Der ist heute über 30. Ja, Wahnsinn. Alter. Und das zieht er mal rein. Das sind 12 Jahre einfach mal. Interessant da natürlich auch, kann man, das passt ja auch wieder zu unserem Cyberwedding, kann man so eine Forschung hervorbringen, die irgendwie es schafft, die Menschen unsterblich zu machen oder zumindest auch vom Alter her unsterblich. So, wäre auch ein interessantes Thema, Unsterblichkeit übrigens, aber genau. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen mal wieder sprengen. Genau. Haben wir schon wieder ein neues Thema für die Liste, alter Schwede. Echt, echt super wieder. Aber ein Problem haben wir auf jeden Fall in Deutschland und solange wir noch nicht unsterblich sind oder auch wenn wir unsterblich sind, wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Und zwar wird es Probleme mit der Rente geben, sehr wahrscheinlich. Ne? Oh ja, also, oh ja, denn es gibt immer mehr Rentner. Das ist ja statistisch bewiesen, auch erfassungsmäßig schon seit Jahren. Gibt es immer mehr Rentner und immer weniger Nachwuchs. Und die Frage ist natürlich, die Rentner müssen ja auch irgendwo ja ihre Rente beziehen. Das klappt mit der Staatskasse ja nicht mehr so gut. Und irgendwer muss natürlich für die alten Leute dann aufkommen. Die kannst du ja nicht einfach abschieben oder zu Humus verarbeiten. Das geht ja nicht. Und das ist auch so eine Sache, das sehe ich moralisch so ein bisschen bedenklich. Gerade heutzutage, die Alten, die haben ja teilweise noch den Krieg miterlebt und so weiter. Die können Sachen erzählen, ganz ehrlich. Die hatten keinen Fernseher, die hatten Volksempfänger teilweise. Da gab es kein Internet, kein PC, keine CDs. Da wollen die ja auch langsam aussterben, leider. Also die alten Leute.
die das noch erzählen können überhaupt. Natürlich. Aber andererseits finde ich das so ein bisschen mies. Die haben so viel mitgemacht. Ja. Die haben Deutschland quasi wieder aufgebaut. Das Deutschland, was wir heute leben, verdanken wir diesen Alten. Und die verrotten heute teilweise in irgendwelchen Altenheimen. Und, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, können sich teilweise nicht mal mehr ein Brot von der Rente leisten. Habe ich, glaube ich, schon mal bei Minecraft Let's Play erzählt. Habe ich mal erlebt. So eine alte Dame, die in der Bäckerei stand und hat... Und stand halt vorm Brot mit so einem ganz traurigen Gesichtsausdruck. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihre Rente nicht mehr fürs Brot reicht. Habe ich ihr natürlich gekauft damals, das hast du mal angemerkt. Ja, aber das muss man echt mal sagen, das ist dann echt schon zu krass. Also dann hört's auf. Aber das könnte uns alle, gerade uns, die recht junge Generation und vielleicht noch die Jüngeren noch mehr. Ja, man denkt sich, es betrifft einen nicht, das sind ja nur die Alten, weißt du? Aber das Problem ist, wenn man heute 12 oder 15 oder sonst was ist, dann bist du der Alte von der übernächsten Generation sozusagen. Das heißt, dich wird es auf jeden Fall noch sehr viel stärker betreffen als alle anderen. Und auf jeden Fall. Man muss einfach sagen, es ist leider nicht jedem beschieden, irgendwie Millionstar Fußballer zu werden oder Schauspieler oder irgendwie berühmt, reich, sonst irgendwas. Die meisten von uns werden einfach ganz in ganz normalen Jobs anfangen oder arbeiten oder ihr Leben verbringen. Und dann musst du gucken, wie es am Ende vielleicht noch reicht, gerade mit der Inflation, die ja immer krasser wird. Das Geld wird ja entwertet auf den Banken. Genau, das ist das Problem. Selbst die wirklich Reichen müssen schauen. Weil wenn man mal zurückdenkt in unsere Zeiten, da gab es Wirtschaftskrisen, da haben plötzlich Millionäre alles verloren. Die dachten, jetzt habe ich alles safe, ich muss nie wieder arbeiten, von wegen. Und dann, zack, fängt die ganze Rotation wieder von vorne an. Deswegen, davor ist leider niemand gewappnet. Man muss sich irgendwie fürs Alter vorbereiten. Gerade wenn Renten gestrichen werden. Man erzählt jetzt noch, klar, die Rente ist alles sicher und so. Aber es wackelt ja schon auf Beinen. Es gibt ja schon Diskussionen in der Politik diesbezüglich und deswegen müsst ihr natürlich euch auch damit beschäftigen. Also ich glaube, jeder, genauso wie hey, cool. Der war super, oder? Super Flip auf jeden Fall. Vor allem haben wir noch eine Lampe an. Eine Lampe brennt noch. Die Mobbinglampe. Nee, aber da müsst ihr euch halt auch mit auseinandersetzen. Ich habe das Thema auch jetzt lange vor mir hergeschoben. Immer so Altersvorsorge. Nee, ich muss ja jetzt denken, wir müssen jetzt ganz man viel wird arbeiten. Ja, man wird ja genug Geld haben im Alter. Ne? Das war ja immer genau, so, das genau. War der Konsens. Aber ganz ehrlich, auch wenn du heute Geld auf die Bank legst, die Zinsen sind niedriger als die Inflationsrate. Das heißt, das Geld ist auch auf der Bank immer weniger wert. Im Moment gibt es leider keine guten Angebote bezüglich Bank. Das ist leider sehr, sehr traurig, dass du wirklich gar kein Geld im Moment gut anlegen kannst und am besten irgendwie andersweise investieren musst. Das ist eh so ironisch. Du hast früher dein Geld auf die Bank gebracht, damit es sich vermehrt. Heutzutage kannst du noch zugucken, wie es weniger wird und zahlst dafür noch Kontoführungsgebühren im besten Fall. Ja. Das ist so lächerlich einfach. Das ist wirklich der ganze Skandal und keiner kann dir weiterhelfen. Dafür sind natürlich Kredite halbwegs günstig momentan, was natürlich den Hausbau und den Immobilienwert steigert. Interessante Aktionen, interessante Perspektiven, aber passt jetzt ja nicht zum Thema Altwerden unbedingt. Kredite wäre auch nochmal so ein Thema, was man ansprechen kann, weil auch da gibt es einige Sachen, die man gerade die heutzutage ein bisschen falsch laufen. Stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben, hast 65 Jahre geschuftet und plötzlich kriegst du am Ende nichts oder... Du kriegst nur noch so ein Viertel deines Gehalts, wovon du dich zu wenig... Wie die alte Frau, du kriegst so viel Geld, dass du dir am Ende nicht mal mehr das Brot leisten kannst. Ja. Und das hat mich echt so ein bisschen erschüttert. Zu wenig, so ein bisschen zum Leben, zum Sterben, zu viel, sagt man ja auch. Genau, ne? genau. Oh, die fliegen aber länger hier, die... Hä? Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, also er ist nicht alt geworden, unser Niko Bellic hier in dieser Runde. Nee, aber der hat Glück, der ist ja unsterblich. Er ist ja unsterblich. Und wie mies das eigentlich ist, du hast echt dein ganzes Leben, wie du schon meintest, hast du geackert und geschuftet und dann am Ende kannst du deine Lorbeeren nicht mal genießen oder die Früchte deiner Arbeit. Nein, dann bist du nämlich alt und gebrechlich, weißt du, und kannst dich kaum noch bewegen, hast Krankheiten, bist anfällig für alle möglichen Krankheiten, auch noch ein Thema, was wir gerade mal ansprechen können. Und am Ende hast du nicht mal mehr Rente. Das heißt, du vegetierst einfach nur noch als irgend so ein altes Gemüse vor dich hin. Schlimm. Und alles, was du getan hast, letzten Endes für einen Arsch, wenn es nicht irgendeine größere Bedeutung hatte für dich oder für dein Umfeld oder für die Menschheit im Allgemeinen. Ja, übel. Guck mal, ich fahr mal so aus der Perspektive. Sehr cool. Verändern. Krankheiten ist übrigens auch noch so. Oh, Demenz, Alter. Traue ich mich gar nicht anzusprechen. Da habe ich so viel Angst vor. Ganz ehrlich, das möchte ich in meinem Leben... Nicht erleben. Nee, wirklich nicht. Da habe ich wirklich Angst vor, weil ich jetzt schon immer so verpeilt bin. Ich bin immer so ein bisschen wie so ein verrückter Professor, der sich immer mal Kopf kratzt und 1000 Themen im Kopf hat, aber nie eins richtig, weißt du? Ja, ich kenne das aber auch. Ich bin manchmal auch sehr vergesslich, aber es ist natürlich noch ein Unterschied, ob man eben mal vergesslich ist oder ob man wirklich Demenz hat, was natürlich wirklich schlimm ist, wenn du beispielsweise deine Tochter nicht mehr kennst, deine Frau oder deine, was weiß ich, deine Kinder oder was weiß ich, wenn du welche hast. Boah, ganz schön schwer so zu fahren. Aber sieht cool aus. Ja, sieht echt cool aus, ne? Rentner im Straßenverkehr ist auch noch so ein Thema. Rentner im Straßenverkehr ist auch ein Problemthema. Ich wollte früher, als mein Führerschein neu hatte,
wollte ich irgendwie immer, ich weiß nicht aus welchen Gründen, dass man irgendwie vielleicht ab 60 oder 70, 80 nochmal einen Nachführerschein machen muss, so einen Seniorenführerschein. Einfach nur, weil manche teilweise, also die Zucke mit 20 über die Autobahn, um es jetzt mal zu übertreiben, da kriege ich auch einen Kollaps. Ja, es hängt halt echt vom Senior ab. Also die Leute, die natürlich nicht mehr gut sehen können und alles, da ist natürlich ein Problemfall. Da könnte es aber auch das sein, dass es in Zukunft alles auch sich verändert. Weil wir hatten ja schon über das Thema Cyberware bei einem Let's Talk geredet. Und da ging es ja darum, was es vielleicht so Möglichkeiten gibt, Augen mit technischen Mitteln so zu verbessern. Selbstlenkende Autos. Wie das Lasern. Es gibt ja schon das Lasern. Und vielleicht gibt es aber noch krassere Sachen, selbst für Blinde und was weiß ich was alles. Und da könnte es natürlich sein, dass du als alter Mensch vielleicht gerade du, weil du es vielleicht noch so den Anfang zumindest miterleben wirst. Hoffentlich. Meinst du mich jetzt, oder? Ja. Ach so. Hui! Das sieht ja lustig aus. Das ist ja geil, so in der Perspektive. Cool. Steig nochmal aus. Nee, aber da ist es gerade so, dass wir das vielleicht dann noch miterleben werden und mit hoffentlich dann auch Vorteile davon haben, wenn wir nicht alt sind. Was ich zum Beispiel auch mir kaum vorstellen kann, dass ich mal so richtig runzelig bin. Habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, ganz ehrlich. Dass also, das dann im Gesicht aussieht wie so ein Hoden, meinst du? Ja, genau. Es muss halt nicht sein. Es muss halt wirklich nicht sein. Und, oder nur noch mit dem Stock rumlaufen oder mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator. Oh Gott, ja. Das ist immer, oh Mann, das tut mir immer so leid, so ein bisschen. Ja, und wir müssen es vielleicht alle mal. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich dann auch nicht machen kann, was ich will. Was auch noch so ein Thema ist, ist natürlich auch so ein bisschen Respekt vor dem Alter. Das hat schon Aristoteles gesagt, dass die Jugend keinen Respekt mehr vor dem Alter hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht irgendwie. Bei mir war das so, wir haben tatsächlich noch Platz gemacht für alte Menschen im Bus, in der Bahn. Das wird wahrscheinlich heute auch noch so sein und vereinzelt einfach mal nicht mehr. Du brauchst auch gleich einen Platz im Bus, wenn das so weitergeht. War doch super. Nee, wie hast du das denn erlebt? Gab es bei dir noch Respekt vor dem Alter im herkömmlichen Sinn, dass man Älteren also gegenüber oder Erwachsenen gegenüber? Ich hatte Respekt vor dem Alter. Ich bin auch, reagiere älteren Leuten sowieso sehr respektvoll, weil ich aber auch sehr geschichtsinteressiert bin und ich mir auch gerne die Geschichten von älteren Leuten anhöre. Wobei wir da auch vielleicht aufs Thema Großeltern kommen, denn meine Großeltern leben ja schon sehr lange nicht mehr. Mein Opa war ja auch, den habe ich ja tot gefunden, als ich 6 war. Ach du Scheiße. Ja, das war keine coole Nummer eigentlich, aber ich habe es objektiver gesehen, erstaunlicherweise als alle anderen. Als alle anderen, die da näher betroffen sind, vielleicht, weil ich ihn nicht so kannte, aber ich habe gesagt, der sieht ja aus wie ein Vampir. Oh, ja. Das ist ja objektiv. Ja, es ist, ja, aber es war so. Ich kann mich an das Bild erinnern, das vergisst du nicht. Aber trotzdem, da ist es so, dass ich wahrscheinlich mit 10, wenn ich ihn näher kennengelernt habe, viel betroffener gewesen wäre. Was nicht bedeuten soll, dass ich nicht betroffen gewesen wäre, aber ich habe es halt nicht so krass gesehen wie die anderen alle. Also mein Opa ist in einer Belagerung von Leningrad gestorben quasi, der ist den Hungertod gestorben, irgendwo im Keller. Was auch nicht unbedingt schön ist, aber auch das sehe ich halt sehr objektiv und hake das mal einfach als Geschichtslektion ab sozusagen, dass sowas einfach auch nicht mehr passieren darf. Ja, und das Problem ist, man weiß es ja nicht, ne? Und das sind halt Geschichten, wo wir wieder bei Lebensweisheiten wären, wo dir Leute halt wirklich auch was erzählen können, was du vielleicht auf dein Leben anwenden kannst. Die Älteren wissen nicht immer alles besser, auf keinen Fall. Nee, weil sie manchmal auch ziemlich aus der Mode geraten. Außer natürlich die eigene Mutter, die hat grundsätzlich immer recht. Meine Mutter ist da auch sehr krass. Die hat immer recht. Also egal, auch wenn sie Unrecht hat, auch wissenschaftlich bewiesen, ganz egal, aber sie hat recht, auch wenn das Gegenteil bewiesen ist. Das ist einfach, ein Mutterding, glaube ich. Ja, meine Mutter, der muss ja auch immer fein säuberlich zuhören, sonst gibt's Quatschen. Ja, natürlich. Also eigentlich nicht, aber ja. Nee, aber ich bin einer, der hat sich ja früh gegen die Mutti gewehrt, aber das wäre auch wieder ein anderes Thema. Ja, da kann ich auch was erzählen. So ein Rebell. Da kann ich auch, ja, das geht nicht, mir genauso. Nicht immer gut, nicht immer gerechtfertigt. Oft hat sie ja auch recht gehabt, was mir erst nachher so eingefallen ist, als die ältere Frau, die für mich dann ja uralt war. Ja, und aber alles Lebenserfahrungen, die man machen muss. Das ist eigentlich ganz normal, glaube ich. Beim Älterwerden. Da und ganz ehrlich, wer hat mehr Lebenserfahrung als die Senioren? Und die, ganz ehrlich, die haben auch die interessantesten Geschichten zu erzählen. Egal, auf welchen coolen Partys du warst, egal, was du letztes Wochenende erlebt hast und so weiter und so fort. Alte Menschen, wenn die anfangen, dir was zu erzählen und du dazu hörst, das ist eine ganz andere Welt, die du da kennenlernst. Das ist eine ganz, und ich meine wirklich eine ganz andere Welt einfach. Also die haben die Welt noch ganz anders erlebt, halt ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Internet, ohne CDs, ohne MP3, ohne Handy, ohne den ganzen Kappes, noch mit ganz merkwürdigen Autos und so weiter und so fort. Wenn überhaupt Autos. Ja, genau. Teilweise tatsächlich noch Kutschen. Ja, das muss man sich mal geben, was halt für eine Entwicklung. Dann hängst du heute mit so einem iPad rum, ja. Und ich bin gespannt, was wir auch für eine Entwicklung noch erleben werden in Bezug auf Cyberware, Virtual Reality. Wenn wir mal alt sind, was es dann für Technik gibt, was es dann für Autos gibt. Und vielleicht gibt es dann wirklich fliegende Autos, glaube ich nicht dran, aber wer weiß. Das muss man zum Altwerden sagen. Man weiß ja auch nie, ob man alt wird. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Es kann ja auch einmal ganz schnell Herzinfarkt, zack, tot.
oder du wirst vom Auto überfahren und all sowas. Deswegen muss man genau bei diesem Älterwerden, glaube ich, auch dankbar sein, dass man überhaupt so alt geworden ist und vielleicht jede Minute genießen vom Leben, soweit es möglich ist. Was manchmal nicht ganz selbstverständlich ist, weil man das Leben eben als selbstverständlich sieht. Und weil man sich über Sachen aufregt, die oft so sinnlos sind, wo ich stinksauer bin, wo ich mir dann selber sagen muss, Alter, du hast doch eigentlich kein Problem. Schönes Flugzeug da oben. Ach cool, wo geht's in Urlaub? Cool. Vielleicht nach San Andreas. Guck mal, was macht er denn hier? Weiß nicht. Der wollte eine Karre klauen. Ach, ist eine Frau, oh Gott. Ach so. Der wollte eigentlich, ich dachte, das wäre ein Mann mit Zopf. Ach, guck mal, die sind Zwillinge. Die gehören bestimmt cool, zusammen, hübsch. Aber geiler Schlitten. Erinnert mich an den Chevy vom... Hier, nehmen wir mit auf die Autobahn. Oh, ach so, naja. Der wollte bleiben. Der wollte bleiben, der wollte nicht weiter. Der ist dann doch wieder ausgestiegen, abgestiegen oder vielmehr überfahren worden. Aber das ist ein anderes Thema. Weißt du noch, wir waren mal beim Rewe einkaufen. Da waren wir irgendwie zusammen tatsächlich einkaufen. Das hört sich jetzt ein bisschen gay an. Gay love. Aber wir waren einfach mal, ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen. Ich glaube, wir haben Red Bull und gewisse andere Getränke gekauft. Mischgetränke sozusagen. Ja, du meinst Milch. Genau, genau. Und da haben wir doch das ältere Pärchen an der Kasse getroffen, die waren super süß. Freundlich. Die waren super süß, Hammer. Super freundlich. Und die haben auch noch so ein bisschen erzählt von damals. Ich hab's aber nicht mehr im Kopf, leider. Nee, also ich glaube, sie war 90 und er 100 oder so. Und die wohnen noch im dritten Stock und gehen immer die Stufen, Treppen und all sowas. Die waren echt extrem fit. Und haben auch lustige Geschichten erzählt, ja, über ihr Leben. So ein bisschen jetzt nicht über den Krieg oder so, sondern wie anders Einkaufen damals war. Und wie sich alles verändert hat. 1913, das muss man sich mal reinziehen. 1913, das war noch vor Hitler, das war noch, was weiß ich, wann das war. Ja, als Hitler die Macht ergriffen hat, war er 30. Ja. Wie krass. Boah. Eieiei. Und vor allem, wie der das... Geil. Supergeil, supergeil eingeparkt. Aber ganz ehrlich, wie der das alles erlebt haben muss mit Mondlandung, ist ja noch das Tüpfelchen auf dem i quasi, aber die ganze Technologisierung, alles, wie schnell das jetzt vorangeht und so weiter. Ja, und die waren auch ziemlich aufgeschlossen dem noch, so wie ich das gesehen habe. Also ich glaube, die Frau hatte sogar ein Handy und so, ich bin mir nicht sicher, aber das ist ja wirklich so. Es hängt natürlich auch ab, beim Älterwerden gerätst du in so einen Trott rein, ja, wo du dich einfach damit zufrieden gibst und deinem neuen Sachen nicht mehr aufgeschlossen bist. So ein bisschen abschreiben, sich selbst abschreiben. Ja, das macht man ja oft. Oder bist du jemand, der voll aktiv ist noch? Das ist halt auch noch eine Möglichkeit. Also es gibt da halt sehr unterschiedliche Faktoren, ist wieder ein sehr individuelles Thema auch. Aber ich persönlich habe jetzt nicht so Angst davor, älter zu werden. Ich habe Angst davor, vielleicht Sachen nicht mehr machen zu können irgendwann, die ich gerne machen würde. Und ein bisschen natürlich auch ein bisschen Traurigkeit, wenn du dann irgendwie so ein alter, ich will da nicht runter, wenn du irgendwie so ein ganz alter Mann bist dann nur und irgendwie von jedem nicht mehr gemieden wirst und dann irgendwie sagen die Leute zu dir, ach, halt deine Fresse, ich will nichts mit dir, manchmal behandelt wirst wie ein Kind. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn ältere Leute wie Kinder behandelt werden. Ich hatte auch immer Angst, einsam zu sterben, muss ich ja sagen. Das war meine größte... Angst, was machst du denn da? Du hattest auch Angst, einsam zu sterben. Jetzt sind wir gemeinsam gestorben. Auf dem Zement, auf dem Kalten. Oh. Ja, nee, aber das war wirklich so eine Angst, die ich immer hatte, so, dass ich eines Tages mal einsam sterben werde, weil wegen mit der Arbeit verheiratet. Ich war ja schon immer ein bisschen Workaholic und sowas. Ich brauche das ja immer. Und deswegen hatte ich da immer so ein bisschen die Befürchtung. Inzwischen arbeite ich so viel, dass ich gar keine Zeit mehr habe, drüber nachzudenken. Hast du drei Frauen aus Vietnam? Ja, natürlich, natürlich. So nee, es ist so aus allen Ecken der Welt. Oder gehen wir wieder auf das Thema Sexismus. Ich muss mal ganz kurz an meinem grünen Tee schlürfen. Ja, ja, ja. Wir überziehen auch heute wieder maßlos, glaube ich, ne? Oh ja, wir überziehen wieder. Ich glaube, wir schließen da mal heute ganz krass ab. Genau, ne? wenn ihr einen Ratschlag mitnehmen wollt aus diesem Let's Talk heute, sollten eure Großeltern noch leben oder Großgroßeltern, was auch immer, vielleicht seid ihr junge Eltern, dann lebt vielleicht euer Urgroßvater noch. Nee, aber solltet ihr jemanden im Familienumkreis haben oder im Umfeld, dann fragt doch mal, wie das damals war und wie die das alles erlebt haben, teilweise auch den Krieg, wie sie den erlebt haben und so weiter und so fort. Das sind Geschichten, ganz ehrlich, wenn die mit euch geteilt werden, die leben in euch weiter. Ganz ehrlich, und das sind Geschichten, die sind es einfach wert, ihnen mal zuzuhören. Das ist besser als jedes Brüder Grimm oder sonst was je sein könnte. Jetzt nicht besser im positiven Sinne, aber halt mitreißender, packender und vor allen Dingen, sie sind wirklich so passiert. Hängt natürlich von dem Oma und der Opa ab, ne? Aber super schön hast du das gesagt, kann ich so nur unterschreiben. Seufz, jetzt wünsche ich mal meine Großeltern mit neuem Leben. Oh, ich habe meine letzten Großmutter ist gestorben, da war ich 16. Aber das können wir ja vielleicht in der nächsten Folge mal anschneiden. Tja, das ist vielleicht ein guter Plan, einfach mal über Großeltern quatschen, auch wenn ich meine leider nie kennengelernt habe. Heißt aber nicht, dass es nicht andere tolle gibt. Genau, so ist es. Bis dahin, Freunde. Tschüss. Dankeschön und tschüss. Ja, ja, ganz schnell geht das mit dem Älterwerden. Ja, ja, ich bin jetzt auch während der Aufnahme ein wenig gealtert, ja. Hm, echt, ja.
MC Kaiser Wilhelm hat gesprochen und wir verabschieden uns für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr Wichser seid auch in der nächsten Folge dabei. Ja, ja, nicht. Hier ist dein Süppchen. Oh, ja. Dankeschön. Mit Schnabeltasse.